Schorsch, ich hab meine genannt. Bin sexy und charmant. Die Frauenherzen fliegen zu. Ich bin der Pussy, Baby, wer bist du? Darf ich vorstellen, unsere Playmates Tanja und Verena. Der Bussi Schorschi, Champagner genannt, er puckt die Stubenfliege. Aber im Jet-Set ist er zu Hause. Halt überall, wo eine Kamera ist und wo es was zum Busseln gibt. Und nicht nur er, da existiert noch so ein Spießgeselle mit exotischem Tick. Das bayerische Taschenluder, ja. Der Matthias Bagatter aus Weiden, weil ich bin ja ursprünglich aus Weiden und der kommt auch aus Weiden. Man kennt und pflegt sich. Dagegen ist das Erscheinen von Musikproduzent Jack White fast dezent und spektakulär. Die Almrausch-Party auf der Rosi-Alm. Schieben und geschoben werden war das Motto. Neben sehen und gesehen werden. Umfallen? Na, unmöglich. Dafür war kein Platz. Sogar bei den Fototerminen herrschte reges Gedränge. Klar, unsere Mädels in ihren feschen Dirndln und ihren avantgardistischen Frisuren. Ob da jemand ins Netz ging? Na, einen haben wir noch, einen ganz besonderen Fall, dem der signierte Hochglanzkalender wichtiger war. Den Daniel, genau, das ist also ein riesen Playmate-Fan und der reist mir ständig hinterher oder schickt mir irgendwelche Fanpost. Schön. So, nun aber Schluss mit Party. Tag 2 in Kitzbühel. Ich bin morgens immer müde. Das hilft nichts. Action ist angesagt, Ladies. Erstmal für Make-up in Haarstylisten. Aber dann rauf auf die Alm zum Shooten. Ready, go. Wird sicher nett. Hey Leute, seid ihr bereit, ein Lied zu singen für die schönsten Wesen auf dieser Welt? Die Engel in Dirndl. Zauberhafte Dirndl mit scharfer Naht, genäht von Rennfahrergattin und Designerin Sandra Ab. Exklusive Stoffe, edle Motive, bei einer traumhaften Kulisse. Alpenherz, was willst du mehr? Super. Wir haben jetzt vorhin ja auch schon Fotoshooting gemacht und die Bilder sind sensationell, finde ich super. Auch gestern Abend waren sie total klasse. Also bin total zufrieden. Und wie geht's den Küken? Ja, war sehr aufregend. Braucht man nicht jedes Wochenende machen, aber so ab und zu kann man sowas schon mitnehmen.